Es ist mal wieder Zeit für ein Five Nights at Freddy's Video. Moin Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video, Leute, werden wir auf jeden Fall Five Nights at Freddy's Sister Location spielen, Leute. Wie ihr bereits wisst, habe ich den ersten, den zweiten, den dritten und den vierten Teil von Five Nights at Freddy's schon durchgespielt. Und jetzt ist auf jeden Fall Sister Location dran, Leute. Ich muss tatsächlich erwähnen, dass Sister Location ein Spiel ist, von dem ich irgendwie so am wenigsten gehört habe. Klar, ich habe mir in den letzten Tagen ein paar Gameplays und so reingezogen, ein paar Let's Plays. Aber das Game habe ich davor nie so richtig gekannt gehabt. Also, das war wirklich so ein richtig unbekanntes Game. Also ja, Leute, lasst dafür erstmal gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Darüber würde ich mich auch sehr, sehr freuen, Leute. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum und wir fangen direkt an. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall im Game drin, Leute. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Und wie man sehen kann, Leute, habe ich mir das Ganze auf jeden Fall auf dem PC gekauft. Einfach aus dem Grund, weil ich gehört habe, dass es besser auf dem PC sein soll, als auf dem Handy oder iPad. Und ich habe sie auch gleichzeitig gekauft, weil ich einfach mal ein Five Nights at Freddy's Game mal auf dem PC spielen wollte, weil ich das noch nie gemacht habe. Also ja, ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf New Game. Ich weiß nicht, warum hier Continue 1 steht, aber wir drücken mal auf New Game, Leute. Let's go. Ich bin mal richtig, richtig gespannt auf das Game. Okay. Oh. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Okay, enter. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Yep. One moment. Welcome, Ex-Benedict. Ex-Benedict, ich hab Jon geschrieben. Aber na gut, dann sind wir eben Ex-Benedict. Okay, was war das denn für ein Sound? Aber interessanter Place, Alter. Wir sind einfach mal ein Fahrstuhl, okay. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt raus, ne? Ja, wir müssen jetzt raus. Okay. Night 1. Oh mein Gott, okay. Geile Musik. Okay, ich freue mich schon auf das Game, Leute. Ich bin mal gespannt. Let's get to work. Okay. Bist du jetzt hier durch? Ich glaube schon, ne? Allow me to fill this somewhat frightening silence with some lighthearted banter. Okay. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. Okay. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Okay. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Light is this here. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Okay. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Okay. Maybe that will put the spring back in her step. Okay. Let's check the light again. Da ist sie wieder. Da ist sie am Tanzen. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Sehr gut. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Ah, hier ist Foxy. Okay. Let's see what Foxy is up to. Interessant, interessant. Okay. Light, ist nicht da. Also sehe ich nicht. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Jo, let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Okay. Ah, da war der, glaube ich. Ja, da war der. Let's try another controlled shock. Da war der ganz kurz. Hat man das gesehen? Ah ja, da ist er. Guck mal, der Tanzer. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Alter, ich finde das schon krass. Wir müssen einfach durch den Schacht hier durchlaufen. Das ist schon krass. Motion trigger. Circus Gallery vent. Okay. Aber das Ding ist, Leute, bei diesem Game ist es was Besonderes, weil jede Nacht ist anders, ne? Also nicht jede Nacht ist gleich, sondern wirklich jede Nacht ist unterschiedlich. On the other side of the glass is Circus Baby's Auditorium.
Okay. Let's check the light and see what baby is up to. Das ist Light, das ist Control Shock, Leute, nur mal so. Ich sehe den nicht. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage baby to cheer up with a controlled shock. Okay, mach mal. Das klang nicht gesund. Let's try another controlled shock. Ist er da? Let's try another controlled shock. Mach ich irgendwas falsch? Ich glaube nicht. Oder? Great job, Circus Baby. Hä? Ich hab den nicht gesehen. Oder die. Ich glaube, das sind die. Ja, ich glaube, das war die hier. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Ah, die Nacht ist schon vorbei. Okay, okay, krass, krass. Das ging kurz, aber nice, gut zu wissen. Aber ich hab die nicht gesehen. Die waren nicht da. Ich hab die nicht gesehen. Was ist das? Motion trigger, surface gallery vent. Warum ist es so laut? Was geht da ab? Ich höre gerade gar nichts. Ah, Nacht 1 haben wir geschafft. Let's go. Shift complete. Also Nacht 1 war wirklich, ja, ein Zuckerschleckchen. Also es war wirklich einfach. So, was passiert jetzt? Nacht 2? Another day, another dramatic entry in ha, the lives of Vlad and his distressed mistress. Chillig. Where will they go? What will they oh, do? Popcorn, Leute. All of that are sehr happening nice. Now. Lecker Popcorn. I tell you, the baby isn't okay. Mine. Da ist ein Vampir. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bond. Okay, die haben ein Baby, that's crazy. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside lecker. Down. Aber interessante Serie. You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Aber interessantes Spiel. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Okay. Oh, dieser Fluff-Sound, wenn man stirbt. Aber geil, also das Spiel, das hat, macht mir jetzt schon einen guten Eindruck eigentlich. Also, ich weiß, das wird schwer, aber ich freue mich. So. Okay, wir sind jetzt wieder welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, I see what you were trying to type, and jetzt bin ich I will mal auto-correct gespannt, it for you. Heiße. Thank you for choosing Angsty Teen. Angsty Teen? Okay. Interessant. So, also wirklich, von diesem Spiel habe ich am wenigsten Ahnung, deswegen Leute, nicht wundern, falls manche Charaktere hier noch nicht kennen. Weil von diesem Spiel habe ich wirklich am wenigsten gehört, aber ja. Night 2, okay. Nice. The elevator stopped. You know the routine. You can get out now or whatever. Stay here if you want. Nine. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Habt ihr das auch gehört, was er gesagt hat? Der hat irgendwas mit tote Leiche oder so gefunden, hat er gesagt. Wo genau habe ich jetzt gerade nicht verstanden, aber warum erzählt er mir sowas? Ich bin neu. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Okay, die ist da. Huh. I guess Ballora has better things to do. Voilà. Let's zap. Ich war doch da. That should be fun. Was war das? Hab ich das falsch gemacht? Okay. Was jetzt? Bro, bist du noch da? Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for Showtime tomorrow. Alles klar. Ist er jetzt da gewesen oder? Great. 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 Was? There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium.
Was? Ah, ich muss jetzt hier durch, oder was? Ich hab grad gar nichts verstanden, Leute. Wirklich, ich war grad voll verwirrt. Aber wir gehen jetzt zum Circus, Baby. Circus Gallery Event. Okay, dann bin ich mal gespannt. So. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Alles klar, mach mal. Aber ich sehe sie nicht. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Bam! Let's try another controlled shock. Okay. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Okay. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Und was commencing ich... system restart. Okay. Also ist jetzt offline und stellt das hier entryway vent. Ein. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Hä? Ballora Gallery maintenance vent opened. Was? Ich verstehe es nicht. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. Ich fühle mich gerade richtig unwohl. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. Mm-hmm. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Okay. Aber ich muss hier durch jetzt? Under the desk. Grab here. Das kenne ich tatsächlich. Das habe ich mir angeguckt. Okay, das müssen wir jetzt hier ziehen, glaube ich. Und die will jetzt probieren, hier zu kommen. Also ich darf keinen Augenkontakt machen, habe ich jetzt verstanden. Oh, shit. Ich guck die einfach mal trotzdem an. Ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich die beobachte. Okay, wo ist sie jetzt? Ah, da. Also die will probieren, jetzt hier reinzukommen. Was? Okay, wo ist sie? Ah, da. Was geht? Oh, guck mal, jetzt probiert sie die Tür aufzumachen. Die Tür wird sich jetzt gleich, glaube ich, öffnen. Oh, shit. Ich kann die Tür nicht zuschließen. Es geht nicht zu. Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott, das ging einfach nicht zu. Ey, was ist los mit dir? Ich konnte die Tür gerade nicht zuschließen. Das hat mir gerade voll Angst gemacht. Okay. Was ist hier? Oh, scheiße. Die Tür! Die Tür! Nein! Geh zu! Oh, die ist da. Die ist da. Ich bin so am Arsch. Ich bin guckt. Leute, ich check's nicht. Was? Hä? Shift, jump. Alles klar. Das war ja mal interessant jetzt. Alter. Okay. Ah, es geht hier weiter. Perfekt, ich muss nicht alles von vorne machen. Das ist sehr nett. Dankeschön. Sobald ich sehe, das geht zu, muss ich das direkt zumachen. Sobald es aufgeht, muss ich direkt zumachen. Das geht. Halt's Maul. Wo ist sie denn jetzt? Ah, da. Okay. Ah. Jetzt geht's auf. Wir müssen es gleich direkt zumachen. Direkt.
Ach da, ey. Die war kurz hier. Die war kurz hier. Okay, jetzt geht's auf. Wir müssen jetzt direkt so machen. Aber das geht nicht zu. Das ist das Problem. Okay, jetzt geht's. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ist es zu. Perfekt. Das müssen wir jetzt, glaube ich, dreimal machen oder zweimal. Ich weiß nicht, wie oft. Wo ist sie aber? Ich sehe die nicht. Ich muss die Tür packen. Ja. Das geht nicht so. Das geht nicht so. Ich check das nicht. Ich check das nicht. Das geht nicht so. Oh, geht doch bitte mal zu. Bitte. Ich bin so am Arsch. Ah, nee, doch nicht. Die Tür geht zu. Perfekt. Sehr nice, die geht zu. Wo ist die? Ich kann den nicht finden. Okay. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Oh. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait and be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Wir müssen das jetzt selber anmachen. Okay, das wird schwierig. Go back. Okay. Also das hätten wir erledigt. Ich hab's aber erstmal gar nicht verstanden, ne? Ich wusste erstmal nicht, was wir machen müssen. Motion trigger. Circus gallery vent. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Was? Deactivating. Was ist das denn für ein komischer Alter? Hier weiß ich, was wir machen müssen. Sobald wir auch nur ansatzweise Musik hören, müssen wir stehen bleiben. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Sobald er redet, müssen wir auch stehen bleiben. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ich wollte, warum ich einfach kurz stehen bleiben, weil ich habe so ein Gefühl, ich würde was hören. Und das ist normal, dass man die hier rumspazieren sieht. Also nicht wundern. Da vorne müssen wir rein in diese Tür. Ah, wir sind da. Perfekt. Also das wird jetzt schwierig, glaube ich. Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. Bitte aufhören mit dem Lärm da oben. Zieh jetzt einfach durch. Okay, weg, weg. Er ist weg. Perfekt. Wir müssen jetzt alles auf 100% bekommen, Leute, okay? Okay, komm, 100%. Okay, ist da geblieben, glaube ich. Aber es hat sich nichts geändert. Leute, bitte nicht wundern, was sind das für Geräusche im Hintergrund, diesem Nachbarn. Wir machen da einfach eine Baustelle, Digga. Ich küsse dein Herz, während ich Video drehe. Okay. Lass sie weitermachen. Okay, wir sind schon weit, Leute. Wir sind schon weit. Calm down and go back to sleep.
Digga, der war einfach hier. Ey, der ist immer noch hier. Warum geht der nicht? Warum geht der nicht? Was ist los? Der ist weg, okay. Perfekt. Wir sind weit. Der war schon wieder hier. Der war schon wieder hier. Der kann auch ab und zu da gehen, ne? Hab ich vergessen zu erwähnen. Deswegen hab ich gerade so Schiss, weil er manchmal da geht, manchmal hier. Prozent. Mal gucken. Manchmal geht das Licht einfach nicht an. Das macht mir voll Schiss, Digga. Okay, der ist doch da. Wir müssen nur noch eins machen. Nur noch eins müssen wir machen. Okay, mach! Ey, ich hab grad so Schiss bekommen. Das wollte er einfach nicht machen. Ey, ich dachte, ich sterbe jetzt, Alter, weil meine Maus hat irgendwie gehangen. Ich weiß, was mit meiner Maus gerade los war. Ey, schon wieder. Hallo. Schon wieder. Ey, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Meine Maus macht gerade voll die Faxen. Was, ey? Digga? Ach du Kacke. Der chillt da. Ich zieh jetzt einfach durch. Ist mir scheißegal. Ich meine es bis 100%. Great job. Oh mein Gott. For the night. Oh mein Gott, wir haben es durchgezogen. Stark. GG's. And we'll see you back here tomorrow. Oh mein Gott, Leute, das war so anstrengend. Jetzt müssen wir nochmal wieder zurückgehen wie vorhin. Is someone there? I can hear someone creeping through my room. Oh, scheiße. Okay. Perhaps not. Ich bleib manchmal stehen, weil ich mich so unsicher fühle, deswegen nicht wundern. Ja! Oh mein Gott! Let's go! Nice, Leute! Nach zwei hätten wir auch. Ey, Leute, das war so anstrengend, ne? Ihr wisst gar nicht. As the sun sets, so also does another chapter. Wow, ihr wisst nicht, wie anstrengend das war, ne? Vlad and his distressed mistress. Can they be reconciled? Ich hab grad so Adrenalin gehabt, Digga. Clara, the baby isn't mine. Oh mein Gott. It is Vlad. Ich hab grad so Schiss gehabt, ne? Him in the nursery today. Da ist schon wieder diese Serie. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. Das haben sie jetzt verdient, Alter, diesen Popcorn. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long lost love? Das ist eine gute Frage. Tune in tomorrow to find out. Okay. Ansonsten, Leute, würde ich auf jeden Fall auch sagen, das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst doch gerne einen Like da, abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall bis zum nächsten Five Nights at Freddy's Sister Location Video wieder. Und ich wünsche euch noch was bis dahin. Ciao.